die St. Andreaskirche in Hundesburg. Neben dem Schloss eines der bedeutendsten Bauwerke im Ort. Die Kirche wurde 1218 geweiht. Nach einigen Umbauten im 16. Jahrhundert erhielt das Kirchenschiff 1708 seine heutige barocke Gestalt. Die Innenausstattung ist komplett barock. Stuckdecke, Kanzelwand mit mehreckigem, reich geschmückten Kanzelkorb, Herrschaftsgestühl, Hufeisenempore, Taufstein und Orgelprospekt. Von besonderer Bedeutung ist das riesige, sehr gut erhaltene Epitaph von Jürgen Röttger aus dem Jahre 1596. Die 10 fast lebensgroßen Figuren zeigen den Stifter mit seiner Frau und 8 Kindern. So wie viele andere Kulturdenkmäler im Land muss auch dieses Haus dringend saniert werden. Nun kann die Kirche auf ein neues Dach hoffen. Pfarrer Jens Schmiedchen nahm in den vergangenen Tagen eine Fördermittelzusage in Höhe von 30.000 Euro entgegen. Das Geld kommt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler. Damit sollen nun dringend notwendige Dacharbeiten am Kirchenschiff realisiert werden. In das Gotteshaus regnet es hinein, Decken und Wände weisen bereits große Feuchtigkeitsschäden, Schwammbefall und Risse auf. Hervorzuheben ist auch das komplett erhaltene Barockgeläut aus 3 Glocken von 1726 bis 1736. Was nutzt einer Gesellschaft, uns in Deutschland, ein schönes Gebäude, wenn es einfach nur leer steht? Das bringt nichts. Deswegen müssen wir immer überlegen, wie bringen wir Nutzung in die alten Mauern? Und wenn es um Kirchen geht, wo eine Kirchengemeinde dabei ist, die ein Gebäude nutzt, dann ist das für uns ein ganz leichtes Spiel, weil da tatsächlich schon eine Nutzung meistens seit Jahrhunderten vorhanden ist und wir davon ausgehen, dass das auch die nächsten Jahrhunderte durchträgt. Das ist viel schwieriger bei Schlössern, das ist noch viel schwieriger bei technischen Denkmalen, Lokschuppen oder ein Bergwerk. Die Stiftung KIBA, die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler, und sie ist von der Evangelischen Kirche in Deutschland gegründet worden, aus dem Grund, dass wir gefunden haben, es ist eine Ergänzung zur Deutschen Stiftung Denkmalschutz nötig, weil wir Kirchen fördern müssen und den Erhalt von Kirchen fördern müssen, eben auch dann, wenn es nicht nur um denkmalpflegerische Belange geht, sondern wenn es um inhaltliche und gestalterische Belange geht. Das Besondere an dieser Kirche sind natürlich, man könnte sagen, zuallererst die baulichen Besonderheiten, das stimmt, aber eigentlich sind es die Menschen, die die Kirche nutzen. Für die Menschen in Hundesburg, so ist es mein Eindruck, ist die Kirche ein Stück Heimat. Die Kirche gehört ins Dorf. Dazu gehört das schöne Bronzegeläut, dazu gehören die Hochzeiten, die gefeiert werden, die Taufen und natürlich auch die Beerdigungen. Und das ist mir etwas ganz Wichtiges, dass also Kirche ins Dorf, in die Gesellschaft hineingehört. Mit ihrer Eigenart, mit ihrem Spezifikum, was Kirche ausmacht. Und dass man auch weiß, Kirche steht für das. Für Tradition, für auch Aufbruch in die Moderne, an Stellen, wo es sein muss. Aber die Kirche im Dorf ist ein Halt, ein Anker. Diese Kirche ist damit eines der inzwischen über 300 Projekte, die die beiden Stiftungen gemeinsam fördern konnten. Mit der KIBA arbeiten wir seit vielen Jahren sehr gut zusammen. Allein in Sachsen-Anhalt hat mir die Buchhaltung gesagt, hätten wir schon mehr als 1,7 Millionen gemeinsam investiert. Und wir sind ja erst am Anfang, denn Stiftungen denken ja in Jahrhunderten und nicht nur in einem 10-Jahres-Turm ist. Die Dorfkirche von Hundesburg stellt mit ihrem barocken Inneren für Sachsen-Anhalt eine große Besonderheit dar. Es gibt landesweit nichts Vergleichbares. Nachdem es bereits eine Notsicherung gegeben hat, sollen noch in diesem Jahr Schiffdach und Decke saniert werden.